In diesem Video werden wir uns Variablen angucken. Das ist in Python auch viel einfacher und viel intuitiver als in C. Man muss sich nicht groß Gedanken machen, was möchte man jetzt genau für einen Typen von Variable haben. Man macht es einfach. Ich zeige es Ihnen. Ich kann jederzeit sagen, Variable ist gleich 3. Ich kann aber auch sagen, Variable 2 ist gleich Anna. Und wenn ich beide, könnte ich jetzt auch noch ausdrucken. Print Variable und Print Variable 2. Versuchen wir es mal. Genau das ist rausgekommen. Ich nehme dieses erste Hello hier raus, damit wir damit nicht verwirrt werden. Und man sieht es aber genau 3 und Anna ist jetzt rausgekommen. Wir gucken uns jetzt erstmal diese mathematischen Variablen an. Sagen wir mal die Nummern, die Zahlen. Einmal, wenn ich es mit einer 3 initialisiert habe, weiß Python, aha, du möchtest var als eine Integer oder Float haben, irgendeine Zahl auf jeden Fall. Und er wird das auch für mich automatisch anpassen auf das, was im momentan das Beste ist. Das bedeutet, wenn ich etwas anderes haben möchte als das, was am meisten Sinn eigentlich macht, wie zum Beispiel, wenn man dividiert, dass man einen Float direkt draus macht, dann muss ich das selber machen. Das gucken wir uns aber erst im nächsten Video an. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, welche mathematische Operation wir hier zur Verfügung haben. Wenn ich zum Beispiel sage, 2 könnte 2 mal 3 sein, Variable könnte auch 3 minus 1 sein und Variable könnte natürlich auch alles Mögliche sein, also die normalen mathematischen Operationen sind alle da. Und manche, die wir auch von C kennen, wie zum Beispiel 10 modulo 2. Und damit wir dass wir uns angucken können, was das Ergebnis ist, werde ich nach jedem von diesen Operationen auch var ausdrucken. Und Sie merken schon, dass es irgendwie von dem Gefühl her, von der Komplexität her, gerade mit so einem einfachen Programm, ist etwas niedriger als im C. C bereitet sehr viel vor und da muss man sich erstmal über dieses Setup und Loop und die Deklaration von Variablen Gedanken machen. Und hier legt man einfach drauf los und man hat seine Variablen, die kann man jederzeit überall konstruieren und auch ändern. Ich kann auch jederzeit übrigens diese var jetzt auch tatsächlich in eine Anna verwandeln und wieder print var machen. Es funktioniert eben genauso. Das heißt, er passt sich an, es ist ihm, er verwirft einfach das, was es davor war und initialisiert es neu und das war's. Und hier sieht man auch, dass diese zwei Variablen var und var2 haben im Moment beide den Wert Anna. Eine interessante mathematische Operation, die wir im C nicht hatten, ist die Potenz. Man kann auch sagen, mit zweimal Multiplikationszeichen, also zwei Sternchen, kann ich 2 hoch 3 nehmen. Und das wäre dann 8. Wenn man 5 nimmt, dann wäre das eben eine 32. Was sehr praktisch ist, wenn man 0,5 draus macht, dann ist es natürlich eine Quadratwurzel. Und Sie sehen auch gleich, Variable wurde sofort in ein Float umgewandelt, ohne überhaupt da sich groß Gedanken darüber zu machen. Also der Python macht sich schon durchaus Gedanken darüber, aber Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen. War das jetzt ein Float? War das jetzt ein Int? Was würde passieren, wenn ich jetzt mein Quadratwurzel aus einem Int ziehe und einem Int wieder speichere und so weiter und so fort? Das heißt, die Probleme damit sind jetzt erstmal bewältigt. Allerdings muss man, wie ich bereits erklärt habe, manchmal muss man das extra umwandeln und das zeige ich Ihnen auch gleich.